Moin Leute, und heute zeige ich euch wieder mal etwas Neues aus GTA Online. Und zwar wurde heute was hinzugefügt, und zwar ein neues Auto auf der South St. Andreas Seite. Das Fahrzeug trägt den Namen Obermacht Sentinel Classic. Das ist also die klassische Version von normalen Sentinel. Das Sentinel Classic kostet aber leider $650.000, was doch relativ viel ist, muss man sagen. Aber nur gut, vielleicht lohnt sich das Auto ja, wir kaufen es auf jeden Fall mal. In der Beschreibung wird dieses Auto als Rallye-Auto bezeichnet, da kann man ja auch schon mal gespannt sein. In der Tuning-Werkstatt ist man recht überrascht, was man mit dem Auto alles anstellen kann. Es ist so gesehen ein kleiner Smart, wenn ihr wisst, was ich meine, dieser Panto. Den kann man ja auch mit Stickern vollkleben, was weiß ich. Und genau das kann man mit dem Sentinel Classic auch. Aber sonst ist das Fahrzeug von Tuning-Optionen her relativ gut ausbaubar. Man kann die Frontstoßstangen machen, die hinteren Stoßstangen, die seitlichen Spoiler, Dach, Motorhaube etc. 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 Also man kann wirklich sehr, sehr viel machen. Gefällt mir persönlich sehr gut und vor allen Dingen ist auch noch richtig, richtig coole Designs. Das muss in diesem Video auch mal erwähnt werden, dass das Fahrzeug designtechnisch jedenfalls sehr hochwertig ist und man noch krasse Designs draufklatschen kann. Aber nur gut, was ist denn sonst noch so am Fahrzeug? Es gehört natürlich der klasse Sportwagen an. In meinem Fall jetzt glaube ich relativ unpraktisch wäre, denn mit diesem Auto Rennen zu fahren, wie soll man sagen, nee, einfach nee. Mit diesem Fahrzeug kann man natürlich, wenn man möchte, Rennen fahren, aber man sollte nicht erwarten, dass man Erster wird. Zwar beschleunigt er wirklich sehr gut, aber Leute, das Fahrzeug driftet einfach fast in jeder Kurve weg. Also wer gerne driften möchte und noch kein Auto hat, kann sich gerne dieses Auto holen. Das ist nämlich zum Driften sehr, sehr gut. Also nur um die Kurve driften oder sonst irgendwas geht damit relativ fit. Aber das war's dann jetzt auch eigentlich allen mit den Details, die mir jetzt so am Auto aufgefallen sind. Also meine Kaufempfehlung ist eher negativ ausgefallen. Das bedeutet, ich würde euch empfehlen, das Fahrzeug nicht zu kaufen. Aber wer das Kleingeld hat und noch genug Platz hat in der Garage, kannst du natürlich auch gerne tun. Aber das war's jetzt von diesem Video mit meiner Meinung zum neuen Fahrzeug Sentinel Classic. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr für dieses Video einen Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich auch überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Videos wie dieses hier verpassen. Aber ich bin jetzt mal raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.